Ja, grüß euch, Burm. Und herzlich willkommen hier im Keller des ewigen Hasses. Denn heute wird wieder feinstes Met analysiert. Da geht es nämlich darum, aus dem Stern, wie führt man eine offene Beziehung? Und da sind ja mal wieder Leckerbissen dabei, kann ich euch sagen. Ein Hors-d'oeuvre der Volksmusik, wenn man so will. Und damit kommen wir doch gleich mal rein. Herzlich willkommen, und das war ja schon so knapp vom Heiratsantrag gerade. Das war ja schon ganz dicht dran. Schön, dass Sie hier sind. Anna Zimt ist auch bei uns, die wir gerade kennengelernt haben, die ein Buch zum Thema sogar geschrieben hat. Und ganz herzliches Willkommen auch an Cheryl Shepherd, Schauspielerin, die tatsächlich schon lange, lange, lange eine offene Beziehung lebt. Und es ist auch interessant, dass man da primär immer die Frauen auch hier im Fokus haben, ne? Einmal Schauspielerin, Buchautorin, die darüber gleich philosophiert. Und was wir ja in der Zukunft auch definitiv mehr sehen werden, was man schon von Anfang gerne hier darstellt, ist, dass es primär von Frauen angetrieben wird, ne? Weil der Knackpunkt dabei ist ja, Männer haben ja idealerweise, wenn man so denkt, ja, polygam, unendlicher Zugriff auf unendliche Frauen, wie wir hier sehen, im Idealfall. Der Knackpunkt ist aber, dass es ja, wie wir alle wissen, und für die Neuen von euch, die es noch nicht wissen, nur die oberen Männer in der Dominanz, Prestige, Aussehens, sozioökonomischen Hierarchie haben, ne? Weil die Frauen letztendlich wieder diese Männer wählen. Und deswegen sehen wir vielmehr das von Frauen getrieben, weil durch diese offene Hypergamie, unreguliert, können die sich aus der Beta-Falle befreien, ja, mit so einem 0815-Typen zusammen sein. Das sieht man ja oftmals. Frauen sind ja lieber, werden ja lieber lesbisch oder haben Hunde oder Katzen, als dass sie mit so einem Beta in der Beziehung sind. Das ist ja auch eine brutale Realität, was ich mir letztens dachte. Ganze Scharen an Hunden und so weiter. Das ist ja dann auch sowas. Oder alternativ haben sie dann den als leinengezwungenen Alternativdackel zu Hause, der natürlich die Wünsche ist, ja, ganz progressiv und ihr natürlich alles von den Lippen abliest. Eigene Bedürfnisse, wer braucht es schon als Mann? Das ist ja eh so eine untere Kaste, wenn man so möchte. Aber natürlich nur diese Männer hier. Wenn die Frauen dann diese offene Beziehung öffnen, wie wir sehen, dann kommen natürlich diese Männer hier primär für die kurzfristigen Liebschaften her und dann sind sie danach wieder beim Beta-Versorger, ja, Depp vom Dienst, wie ich oftmals sage, der sich dann da um diese Wehwehchen kümmert. Aber hören wir doch mal weiter rein, wo wir das nochmal genauer dann auch analysieren können. Darüber werden wir gleich sprechen. Schön, dass Sie da sind, Cheryl. Dankeschön. Ich muss aber erstmal die beiden fragen, weil es gibt einen Punkt, an dem komme ich nicht mehr mit. Aber es hieß eben, es ist sogar okay für Camilo, wenn sie sich verlieben. Ja, da spricht auch wieder die Frau an. Sehr interessant, weil das ist ja genau der Knackpunkt. Das Wurstfach ist ja immer voll. Ich bin der einzige Typ, mit dem ich schreibe. Hier sagen sie das oftmals zu dem Mann, wenn das nie zack, überall Anfragen reinkommen. Und damit kann ja ein Mann, der 0815 ist, ja, der Durchschnittsmann oder auch Medianmann, wenn man bürokratisch präzise sein kann, der hier nicht in 10 Trilliarden Lichtjahren mithalten, wenn dessen hier eine Frau, die da ist, natürlich hier zack, 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 Anfragen hat. Wie sie diese Männer jetzt qualitativ einschätzt, ist ein anderes Thema, aber trotzdem, Möglichkeit oder Gelegenheit macht Diebe, wie man ja sagt. Und da kommt die Median- oder durchschnittliche Frau 0815 weitaus besser weg als der 0815 Hans Wurst. Das ist ja so essentiell. Und was ich auch nie müde bin zu sagen, wenn Frauen über Männer sprechen, dann sprechen sie über diese oben hier, ne? Das sind die Leckerbissen, wo Geld, Macht, Prestige, 50 Shades of Grey, man repräsentativ ist. Und das Fußvolk da unten, hä? Also gerade ein Furz im Wind, das ist auch ultra essentiell in Verbindung mit der Denk-Meme hier, ja? Wie kann man den Lebenspartner finden? Frau sei kein Landweil. Optional, wie wir wissen, ja, Body Positivity macht den Rest, bei Männern gibt es sowas nicht. Der muss groß sein, stark, Kohle, dicker Geldbeutel, Aussehen, Kinn, wie schon mal gesagt, was die Kräuterbutter zum Schmelzen bringt, wie der Moses das Meer gespalten hat. Ne? Das sind dann auch super spannende Sachen, die aber hier nie mit reinkalkuliert werden. Aber hochgradig essentiell, gerade für die Normie-Männer, die sich dann auf alle Fälle hier nicht zum Sklaven degradieren lassen. Jetzt hat Ihre Beziehung auch als Affäre begonnen, bevor es irgendwann eine Liebe war. Haben Sie keine Angst, Camilo, dass aus so einer Affärenliebe irgendwann eine große Liebe werden kann?
Genau. Ja, am Anfang, das klingt ein bisschen hart, ne? Am Anfang, als sie mir das erzählt hat. Ja klar, und das sieht man schon, das klingt dann hart. Vor allem die Affäre beginnt, ja, Techtelmechtel, und dann merkt sie, Moment mal, mir stehen ja hier die Welten offen. Warum sollte ich mich denn mit dem Camillo jetzt zufrieden geben? Soweit haben wir es noch. Und da kommen sie, ja, du, weißt auch, meine spirituelle Kraft, ich habe mit meinem Schaman Ashwagandha Wurzeln gefressen und so weiter. Und jetzt, da will ich die offene Beziehung. Währenddessen, das die typische weibliche Hypergamie ist, ne? Wie man immer auch sieht, wenn man genauer hinschaut. Strategischer Pluralismus, Aussehen, Sozioökonomie, toxisch, in Anführungszeichen männliches Verhalten, konfrontationsfähig, ja, nicht der Buckdackel, nicht der 0815 Nice Guy, zumindest für die Liebschaft, aber der Nice Guy ist natürlich immer interessant als emotionales Tampon, Langzeitversorger, und das holt man sich dann an beiden Stellen, ne? Da hat man gleich zwei Jobausschreibungen oder vielleicht auch gleich mehrere, die dann hier unter die Arme greifen. Und das checken viele Kerle nicht, die so blue gepillt sind und dann sagen, ja, wow, bin ich aber progressiv, wenn ich das mache, wenn das nur bloß der Depp vom Dienst wisch. Ja, ich hatte so viele Gefühle, so schlechte Gefühle. Aber dann habe ich gemerkt, dass, also sie war ganz ehrlich und sie hat erzählt, dass die Gefühle zu mir nicht verändert haben. Und das ist ja das Nächste. Eine Frau würde das doch niemals sagen, du, ah, oh, ist bestimmt interessant, weil dann verliert sie ja ihren Beta-Langzeitversorger oder zumindest einen Mann, den sie so einschätzt. Muss ja nicht zwangsläufig sein, dass er so ist, aber er hat vielleicht zu sehr schnell gesagt, du, oh, offene Kommunikation und oh, ich bin hier so verliebt. Oh, Vagenetrockner, Langzeitversorger. Muss natürlich nicht immer so sein, aber Frauen lieben das für kurzfristige Liebschaften, emotionale Achterbahnfahrt, Spannung. Feuer braucht Luft zum Atmen, ne? Wenn sie zu sehr aufeinander hocken, kann sowas auch passieren, dass er dann so abgeschoben wird. Und er sagt ja am Anfang, ja, es hat sich nicht gut im Bauch hier angefühlt. Ist ja auch klar, weil als Mann hast du die Problematik der Vaterschaftsunsicherheit und die Frau kann ja nur in einem bestimmten Zeitrahmen schwanger werden. Und das weißt du mal eben intuitiv sofort aus dem Bauch hier raus, okay, hier besteht ein Risiko, dass der sein Kind mit in die nächste Generation mit dieser Frau, ja, ballert, um es jetzt mal so zu sagen, und man selber passt dann sozusagen auf andere Leute Kinder auf, steckt da Zeit, Geld, Ressourcen, Aufmerksamkeit rein, ohne seine Eigeninteressen hier oder Bedürfnisse vor allem erfüllt zu bekommen, ne? Und das ist ja gerade auch dieser, ja, teilweise schon, ja, diese Abzocke, die ja dann diese Männer dann vollziehen müssen. Und alles ist eigentlich ganz normal, wie gewöhnlich, wie immer. Und das habe ich. Hat nicht das Gefühl, dass ein Konkurrent, der kann irgendwann sozusagen auf Augenhöhe mitlaufen? Ja, Gott sei Dank wohnt er nicht in Berlin. Ja, Shithole Country, was will ich dazu noch sagen? Das ist aber halt auch diese Thematik, ne? Dass er dann sich selber teilweise, oder muss jetzt nicht er sein, vielleicht hat er da einen Fetisch, keine Ahnung, aber die meisten Männer, die so beta-Nice-Guy dressiert sind und aus so einem feministischen Single-Mutter-Haushalt kommen, in nomine Patris Spiritus Sancti, ja, herzliches Beileid auch diesbezüglich. Ja, da muss ich erst mal schauen, wo sind meine eigenen Interessen, was ist denn hier toxisch, männlich, damit man dann zu sowas Nein sagen kann. Und er sagt ja schon, zum Glück wohnt er nicht in Berlin, weil da ja hier diese Eifersucht, die sie ja kulturübergreifend bei Männern immer wieder zeigt, wegen der Vaterschaftsunsicherheit, ne? Und da kommt dann dieses Selbst-Gaslighting, ja, na, das passt schon, ja, die ist ja ehrlich, die sagt ja, was Sache ist. Währenddessen wirklich das, was bei der Frau im vorrationalen Raum stattfindet oder halt auch unbewusste, ja, hochgradige Eigennutzaspekte, die hier für die Frauenwelt dann maximiert werden, ja, das würdest du dir doch niemals in offenen Kommunikation sagen, weil sonst wärst du ja weg. Nee, aber nee, eigentlich, also wir sprechen immer ganz ehrlich und ich vertraue ihr ganz, also ganz echt, 100%. Und deswegen, also wenn es keine Veränderung gibt, ich fühle mich ganz okay. Und, was ist, wenn er sich verliebt? Ist noch nicht vorgekommen. Brutal, Alter. Aber wir sehen es, ja, es ist noch nicht vorgekommen, weil, nochmal, der Normie-Mann, der jetzt nicht in der Top-Tier hier oben mitspielt oder der vielleicht eine 7 von 10 ist, ja, der kann auch niemals mithalten, wenn sie dann hier, schau mal, was ist ein neues im Wurstfach? Oh, der hat ja einen blauen Checkmark. Oh, super. Oh, Geldbeutel auch, toxisch männlich, nehme ich mit.
Und das ist ja das, als Mann musst du viel mehr leisten, Performance und auch Game an den Tag bringen, dass du hier wirklich auf Augenhöhe mitfahren kannst mit so einer 0815 Dame, ja? Ohne das jetzt abwertend zu sagen, 0815, normal ist ja auch nichts Schlimmes, wie das ja dann, oh, um Gottes Willen, normal, ne? Ist ja auch die nächste Lächerlichkeit der Postmoderne, aber trotzdem hören wir doch mal noch rein, was er sagt. Um zu wissen, würde ich gerne erfahren, wie das ist. Könnte auch doof sein, oder? Vielleicht, es könnte auch doof sein, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Sie gehen das ja ohnehin unterschiedlich an. Er will auch gar nicht so viel wissen von Ihren Affären. Sie sagen, ich weiß dann schon ganz gerne ein paar Details. Ja. Das klingt für mich so wie Kontrolle hintenrum. Also so. Sehr spannend. Die Frau, die möchte dann wissen, die Affärenpartner möchte ich gerne mal sehen. Weil da kann man natürlich schön vergleichen. Ne? Intrasexueller Wettbewerb, sagt man das eben in der evolutionären Psychologie. Dass Frauen ja dann da schauen, okay, wer ist das? Ist die mehr hier vom Aussehen? Scheibenkleister, weil dann wird auch die weibliche Partnerwahl verstärkt. Ne? Im Englischen Female Mates Choice Copying, das sieht man dann immer in den Studien, dass Frauen Männer eben als viel hochwertiger ansehen, wenn die andere Frauen haben. Aber umgedreht ist es nicht der Fall. Ne? Wenn du jetzt als Mann eine Frau mit mehreren Männern siehst, dann denkst du so, Wurstsalat, weil wieder Vaterschaftsunsicherheit getriggert wird, weil dann siehst, okay, das sind andere Typen, die ist bestimmt vielleicht eventuell unbewusst vorrational schon durch einen anderen geschwängert, deswegen findet man das nicht attraktiv, aber die Frau denkt ja komplett anders, die sieht, okay, der Typ hat viele Frauen, der muss ja zu diesen Apex-Männern gehören, weil die Frau sowas ja unbewusst auch weiß automatisch, da muss das natürlich ballern, ne? Die Frauen, die den schaffen, da muss was dran sein und das ist ja dann letztendlich, was man hier dann auch für seine Zauberei nutzen kann. So, das ist so wie Eifersucht durch die Hintertür. Also man möchte dann schon mal wissen, wie ist die so, wie heißt sie, wie sieht sie aus? Ja, also ich würde es gerne einschätzen wollen. Oder nicht mal einschätzen wollen, sondern in einer gewissen Weise teilhaben wollen. Also ich möchte auch nicht zu viel wissen, ich möchte auf keinen Fall Details wissen. Das darf gerne bei Camillo bleiben. Körbchengröße interessiert sich nicht so. Das sehen wir schon, ja. Wenn er jetzt wirklich die große Auswahl hätte, dann siehst du ja auch hier im Gesicht, kein gutes Gefühl im Bauch. Aber zum Glück hat sie den Fuß ja hier als Frau, ja, die einigermaßen gut ausschaut, weitaus weiter oben als er, ja. Weil sie muss ja bloß hier existieren in Raum und Zeit und zack, kommen die Anfragen rein. Das ist ja das Lustige. Ich würde aber tatsächlich auch gerne mal eine von seinen Affären kennenlernen. Also es wäre mal spannend. Nicht, normalerweise. Also es ist noch nicht passiert. Aber dürfte die zum Essen kommen? Warum nicht? Dann kann ich ihr die Augen auskratzen. Das schwingt damit, ne? Aber man merkt schon, es ist noch nicht passiert, weil das meistens halt in der Anzahl einfach nicht da ist. Während eine Frau viel leichter hier das ranziehen kann. Und deswegen immer wieder herauskristallisieren, dass das ein Minusgeschäft für die meisten Männer dann ist. Wenn man natürlich hier oben dabei ist, kein Problem, Schrotflinten, zack, 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 ambulante Aufnahme, ciao, 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 nach Bunga kriege ich Heimweh, du weißt, wo die Haustür ist, ja, kein Problem. Aber die Männer, die dann hier mit den Frauen dann in der Beziehung sind, ja, das sind doch dann die wirklich die Deppen vom Dienst. Besser kann man es nicht beschreiben. Nein, also es wäre tatsächlich mal interessant zu wissen, wie sich das anfühlt. Wird sich das ganze Modell ändern, wenn Sie tatsächlich heiraten, wenn Sie vielleicht mal Kinder haben? Ja, am Anfang haben sie gesagt, ja, kleinen Heiratsantrag. Ne? Das ist ja so krass, wie heftig blue gepillt die Männer sind und gebrainwashed, dass die wirklich hier dieses proaktive Cuckolding, anders kann man es nicht beschreiben, mit eingehen und dann eventuell ja andere Kinder großziehen. In der Ehe mit den ganzen Zahlsklavendynamiken und vom Staat aufgezwungenen, ja, nach ehelichen Unterhalten, währenddessen der andere dann da seine Kinder mit der Frau und den Spaß vor allem hat. Das ist ja hochgradig interessant. Wir wissen noch nicht, also wir können nicht sprechen, was heute, also wie unsere Gefühle heute sind, was wir heute wollen, unsere Bedürfnisse, Wünsche, aber später vielleicht verändert sich, aber wir wissen noch nicht. Mal gucken. Cheryl Shepherd ist seit 12 Jahren verheiratet, lebt mit diesem Mann seit über 20 Jahren in einer Beziehung, in einer offenen Beziehung. Auch interessant, jetzt eine spannende Geschichte. Ne? Und vor allem, Sie wissen nochmal hier noch nicht so ganz, weil er hat ja gar keinen Anhaltspunkt, was da meistens passiert. Weil, wie gesagt, Blue Pill voll in der Matrix und weibliche Sexualstrategie 100% maximiert. Ja?
Mr. Sexy für die guten Gene, Mr. Stabil für emotionales Versorgertum, elterliches Investition, obwohl es dann von Mr. Sexy die guten Gene sind. Ne? Das ist ja turbomaximiert, währenddessen unendlicher Zugriff auf unendliche Frauen, dann nur die Giga-Karl-Donner-Lörrisse von ganz weit oben an. Ne? Sehr, sehr interessant, wenn man das jetzt aus dieser Marktlogik analysiert und die soziale Ungerechtigkeit, die daraus auch resultiert. Ne? Da hörst du die ganzen Leftoids gar nicht sagen, oh, wo ist denn da der Sozialismus? Da hörst du die Crickets. Wussten die Kinder immer Bescheid? Nein, nein. Und ich finde, das ist auch in Ordnung so, weil auch die Kinder sind normalerweise auch nicht im Elternzimmer nachts dabei und wissen alles. Also ja, und da muss ich ja auch schmunzeln, ne? Weil die meisten Kinder sind ja sehr, sehr smart, was das angeht. Ja? Weil man sagt ja, Kinder sind sehr herzbasiert und die spüren sowas ja raus, wenn es da ungute Dynamiken in der Beziehung geht und die versuchen dann so heile Welt zum bösen Spiel zu machen. Ja, die Kinder sind noch nicht blöd, dass dann sowas nicht in irgendeiner Art und Weise abfärbt. Und was ich ja hier auch so wichtig finde, das Wichtigste ist eben vor allem als Mann ein positiv männliches Rollenvorbild für seine Kinder zu sein. Und wenn man dann hier diesen proaktiven Kack-Old macht, dann kommuniziert es den Kindern, ja klar, mit mir kann man es ja machen. Ja, ich kümmere mich da, ich tue mein Licht unter den Scheffel stellen und erfülle natürlich die Wünsche der weiblichen maximierten Sexualstrategie. Währenddessen ja viel mächtiger ist, wenn man dann sagt, nee, mache ich nicht mit. Ich bin doch kein gebuckelter, Leinengezwungener, ne? Das hat Macht, das hat Wirkung, weil dann lernen die Kinder am Modell. Und das ist dann, was man hier vor allem als Mann noch mitnehmen kann im Vergleich zu, oh na, die Kinder, oh, die merken da nichts. Also, und die kleinen Kinder sowieso, die haben andere Interesse. Wenn die Kinder dann in die Phase kommen, dass sie auch Liebesbeziehungen haben oder vielleicht selber auch solche Fragen finden, dann lernen sie das ja primär am Modell, nicht an dem Gelabere. Ne? Das ist genauso, als würde man da und rauchen. Oh, mei, ist das eine gute Flucht, mein Herrgott. Ne? Und dann sagt man zum Kind, ja, du, Rauchen ist voll ungesund. Völliger Bullshit. Ne? Das Kind sieht doch dann, dass man hier die ganze Zeit an dieser Kacke saugt. Ne? Und das Gleiche auch hier in diesen vorgelebten Beziehungsfunktionalitäten oder auch Dysfunktionalitäten. Für sich stellen, dann finde ich es okay. Man sieht gerade hinter Ihnen die ganze Kinderschar. Das ist ein buntes Patchwork. Zwei Töchter aus einer vorherigen Beziehung. Dann haben Sie noch quasi ein Pflegekind mit aufgenommen. Ehe. Aus erster Ehe, genau. Und dann haben Sie aber den gemeinsamen Sohn mit Ihrem Mann Nikolaus, ja, der heute 19 ist. Inzwischen, weiß ja. Der guckt jetzt nicht Stern TV und hört zum ersten Mal das. Nein. Also, nein, oh Gott, nein, 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 nein. Ja, aber eigentlich wird es schon verdecken. Ne? Das ist ja auch die zwei Direktiven der Hypergamie, muss man auch hier mal gern wieder darstellen. Erstens, Hypergamie maximieren. Zweitens, ums Verdecken alles unter den Deckel halten. Ne? Das ist ja immer so geil. Deswegen bekämpfen sie ja meistens die Red Pill, weil dann siehst du so als Mann, ja, Herrgott, na, das ist ja ein Minusgeschäft. Und dann die Frauenwelt, oh, das darf der nicht wissen. Oh, Frauenhasser, oh, oh, Sexist. Also geil, aber meistens natürlich auch wieder teildeterminiert, weil sie merken, okay, vorrationaler Raum, eigene Sexualstrategie, Gefahr, Bauchi, okay, Bauchi, attackiert ihn. Wann haben Sie den sozusagen eingeweiht in Ihre offene Beziehung? Ach, so ganz genau kann ich das jetzt nicht sagen. Das habe ich, dafür ich kein Tagebuch. Aber es ist... Ja, und meistens, wenn eine Frau sowas initiiert, dann wird das natürlich in der feminin korrekten Sprache gemacht. Ach, du weißt, Ashwagandha-Zauber hat mir offenbart, ich bin ein geistiges Lebewesen, was eine weltliche Erfahrung hat. Und deswegen will ich jetzt auch andere Männer verbinden mit uns allen, Herzensverbindung, wie wir in dem anderen Video schon mal beleuchtet haben, gerne auch nochmal hier oben. Das wird dann so langsam eingeleitet, dass er so Schritt für Schritt in der Salami-Taktik betaisiert und zum gemeinen Cuckold verzaubert wird. Es ist so, dass die Kinder sukzessive, die Kinder reden ja auch miteinander. Mhm. Da weiß ich unter Umständen nicht, was die Kinder schon alles wissen. Und die Kinder sind auch wirklich füreinander da. Und gerade die große Schwester, die ist jetzt 28, gerade wenn es um Aufklärung und solche Themen geht, da ist sie die allererste, die weiß, wie es geht. Sie wird auch in Bälde Sexologie studieren.
Ja, und dann, wenn ich sowas höre, ne, schwurbelt schon ein bisschen sowas mit, da wo ich merke, ah, die Kinder sind füreinander da. Ja? Währenddessen das ja die Aufgabe der Eltern primär ist. Das hat ja auch der Gabo Maté in dem Buch Hold On To Your Kids geschrieben. Da geht es darum, dass man die Kinder nicht durch das Peer-Netzwerk erziehen lassen kann, sondern dass es die Aufgabe der Eltern ist, sowas den Kindern beizubringen und auch solche schwierigen Gespräche. Ne? Nicht, dass man die Kinder untereinander das macht. Ne? Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, wie man das aus dem Blue Pill Mainstream da auch teilweise hört, sondern es ist, wie gesagt, die Aufgabe der Eltern, der Erziehungsberechtigten, diese Aufgaben zu erfüllen und nicht der Kinder, dass die sich dann da selber erziehen, weil das dann eben bestimmte Probleme auch bei der Entwicklung hervorbeschwören kann. Ne? Die können dann ihre eigenen Bedürfnisse nicht gescheit regulieren, weil sie müssen sich ja dauernd um die eigenen Geschwister kümmern, weil die Eltern hier diese Dinge zu kurz kommen lassen. Heißt jetzt nicht, dass diese Frau das macht, aber man muss es trotzdem nochmal hinzufügen, weil man eben aus dem Blue Pill Mainstream immer diesen Schwachsinn dann teilweise auch hört. Oh. Also von daher, wir sind ein sehr offenes, tolerantes Haus. Vor einem guten Jahr. Schön offen, schön bunt. Natürlich ne, so offen, dass manchmal das Hirn rausfliegen kann. Ist halt allgemein so. Ne? Wenn man zu offen ist, muss man auch mal immer abwägen, ist es wirklich jetzt noch gut oder sind auch Grenzen wichtig, diese zu setzen, dass man den Kindern auch hilft, an bestimmten Leitplanken heranzuwachsen und damit auch besser aus Dysregulationen rauskommen zu können. Ne? Das ist ja dann teilweise bei diesen ganz Progressiven, ja, das siehst ja dann, dass die Kinder teilweise dann auffälliger sind, in manchen Bereichen zumindest. Gab's Schlagzeilen um sie in der Boulevardpresse, da hat sie einen Fotograf in einem Club abgeschossen, sage ich mal, fotografiert mit einem deutlich jüngeren Kerl und das sah nach Knutschen aus. Und da hat uns zufällig einer erwischt. Hypergamie, erste Direktive, muss unter Dach und Fach gehalten werden und zweitens maximiert. Und was sie ja hier gemacht hat, ist Mr. Sexy, jüngerer Typ, wahrscheinlich muskulär, aber natürlich bloß für ambulante Aufnahmen. Ganz klar, Sozioökonomie, elterliches Investment, das macht der andere, der zu Hause auf die Kinder aufpasst. Und da kommen dann die guten Gene her, zumindest von der evolutionären Selektionslogik. Und das ist ja dann sehr, sehr spannend, ne, wenn es dann der Fotograf sieht. Dann wurde die Direktive der Verborgenheit gebrochen und dann muss man es natürlich schnell sagen. Hat Ihr Mann das aus der Zeitung erfahren? Nein, von mir. Sonst hätte es ja aus der Zeitung erfahren, ne? Sonst, wenn sie das nicht selber gecheckt hätte, dann wäre das nie passiert. Also der wusste vorher Bescheid, da lief was. Er wusste es kurz bevor es in der Zeitung steht. Die Direktive 2 wurde gebrochen. Wir müssen handeln. Okay, bring's ihm schon bei. Es ging auch sehr schnell. Ich meine, wenn das am Samstag, von Samstag auf Sonntag passiert und am Montag ist es in der Zeitung. Das heißt auch, dass man nicht jede Affäre zu Hause erzählt. Naja, ich wusste ja selber nicht, was da alles gerade, dass da so eine Geschichte losgetreten wird. Es ist nicht so. Es ist einfach so losgetreten worden, einfach so passiert. Also ich war da im Club, habe mich 3 Stunden einfach so hergerichtet, für mich natürlich. Und plötzlich bin ich da diesem starken, jugendlichen 1,90 Meter Typ in die Arme gefallen. Ich wusste gar nicht, was passiert ist. Es war wie Magie. So, dass ich abends ausgehe und sage, ich gehe jetzt auf die Jagd. Und ja, das findet ja alles im vorrationalen Raum statt. Ne? Warum gehen denn die meisten Leute weg? Warum schminken sich Frauen? Warum hauen sie sich hier Rouge drauf? Natürlich einfach so, ja ganz klar. Nein, weil das natürlich bestimmte Aussehensmerkmale im Gesicht verbessert, weil sie jünger ausschauen, dadurch unbewusst mehr Fertilität subkommunizieren an die Männerwelt und natürlich hier auch die Backen Rouge, ja, wie der Peterson mal gesagt hat, weil das bestimmte Erregtheit simuliert und das wieder Männer ansprechen soll. Na, das macht sie natürlich nur für sich selber, ganz klar, wie wir alle wissen. Da kann was passieren, aber es kann monatelang nichts passieren. Aber man muss es sich in ihrer Beziehung auch nicht sofort erzählen. Es darf auch heimlich passieren. Nein. So würde ich es nicht sagen. Also, wenn er es nicht weiß, das macht ihn nicht heiß, dann passt's. Aber wenn er es erfährt durch die Presse, dann muss er es erfahren. Nein, wir erzählen es uns dann schon. Also es ist, aber eben, ich gehe jetzt nicht, ich küsse und gehe und telefoniere dann und sage, du, ich habe jetzt gerade geküsst, vielleicht kommt es noch zu mehr. Ja, gib mir jetzt wieder schlafen. Dieses Maß an,
wie es um den heißen Brei rumredet. Ja, weil sie weiß ja auch ganz genau, wie sehr viele Frauen, intuitiv wollen sie ja meistens nicht als leicht zu haben, promiskuitiv oder als Dirnen genannt werden, weil sie ja auch wissen, deswegen nennen sie sich ja gegenseitig immer so oder sagen zu einem Mann, du, das ist ein leichtes Mädchen, Stichwort intrasexueller Wettbewerb, weil dadurch die Vaterschaftsunsicherheit beim Mann wieder ausgelöst wird und diese Frau dann nicht mehr für Langzeitbeziehungen hier in den engeren Auswahlkreis kommt. Und das ist ja auch dieser Rufmord, die Reputation Destruction, wie man immer lesen, den Frauen dann gegenüber andere Frauen aussprechen, damit sie diese vom Schachfeld nehmen, um den Mann wieder für sich zu gewinnen. Na, das wird dann nicht bewusst taktisch so geplant, aber in der Realität dann sichtbar, dass hier diese evolutionspsychologischen unbewussten Motivatoren da sind. Heimlichkeit. Kurzes Update. Dieses Maß an Heimlichkeit oder Offenheit ist, glaube ich, ganz entscheidend. Die zweite Direktive, ja, Maß an Offenheit, Heimlichkeit, da muss man halt immer abwägen, was erlaubt der Beta-Versorger zu Hause? Bei Anna Zimt ist es so, es gibt die feste Regel, also sie sagen sich gegenseitig auch nicht zu viel. Sie sagen zum Beispiel schon mal nicht mal die Namen der Affäre, ne? Also wir können das immer erfragen, ja. Und wir könnten auch theoretisch die Namen erfragen. Aber wir denken uns eigentlich immer so Pseudonyme aus. So die Spanierin oder... Der Karl Donner Lörres. Die Ärztin oder der Auswanderer oder so. Das macht aber das Kopfkino ja noch gewaltiger. Die Spanierin, die Spanierin. Die muss ja super sein. Die ist, glaube ich, auch richtig super. Ganz toll, ja, ich finde es so geil, wie sie immer Tugend signalisieren und so diese Pseudomoral nach vorne tragen. Ja, wir sind ja so toll offen. Wenn das denn doch jedes Geschlecht und jeder Mensch Eigeninteressen, eigene Bedürfnisse hat und so ein kompromissbeladenes Beziehungskonstrukt, ja, für die meisten aus der männlichen Perspektive, wie gesagt, ein heftiges Minusgeschäft ist. Und ich weiß auch, dass die tolle Abende miteinander haben. Und also es ist schon so, dass ich dann am nächsten Tag frage. Wir wissen also, bei regelmäßigen Affären wissen wir eigentlich dann schon immer, ne? Dann weiß ich, mein Mann, der trifft sich heute mit der Spanierin und dann wünsche ich viel Spaß. Und am nächsten Tag frage ich natürlich auch, Mensch, hattest du einen guten Abend? So. Ja. So geil, ja. Oh, mein Eifersucht ist überhaupt nicht evolutionär bedingt entwickelt. Ne? Das hat auch gar keinen Sinn, gar keinen Zweck sozusagen. Vor allem, wenn man das Thema Vaterschaft dann anspricht oder was macht es mit den Kindern? Na, da geht es bloß um den Spaß. Ja, aber der Hedonismus hat natürlich immer einen schönen Preis, wenn man weiter runter die Straße schaut. Und darauf wird man gespannt sein. Für uns ist es halt wirklich sehr, sehr doll Alltag und nicht mehr so krass. Ich gönne Ihnen alle Problemlosigkeit dieser Beziehung. Aber ich weiß ja, es gibt Tabuzonen. Ich weiß ja, da gab es ja mal einen Typen in einem Klamottenladen, zwei Häuser weiter. Ja, der war nicht erlaubt. Der war nicht erlaubt. So, warum war der denn nicht erlaubt? Weil es bei uns auch die Regel gibt, dass man... Ja, der Typ da im Supermarkt, der ist nicht erlaubt. Der hat nämlich dann für den Mann zu hohen Status oder andere Dinge, die er auch natürlich automatisch wahrnimmt. Und dann merkt er, okay, zu sehr risikoreich. Weil du siehst ja auch, dass... sogenannte Mate-Switching, ja, die Partnerwechselhypothese, die du primär bei Frauen dann auch siehst, das Monkey-Branching, ne, dass sie hier dann den Mann auswechseln, weil wenn sie hier einen Beta-Versorger und Mr. Sexy in einem finden, der in all diesen Bereichen weiter oben ist, dann kommt der Giovanni. Du weißt, wir hatten eine gute Zeit, Giovanni, aber es geht nur ums Geschäft und dann kommt der Schalldämpfer raus und dann wird er abgeschossen in diesem übertragenen Sinne und dann, ja, es sind ja auch Risikofaktoren, gerade bei Frauen, die ja wie Söldner oftmals arbeiten. Ja, die Hypergamie, wer bezahlt mehr, wer bringt mehr an den Tisch? Unreguliert. Und wenn man dann sagt, okay, alles ist offen, alles geht, braucht sich der Typ dann nicht wundern, wenn das früher oder später dann irgendwann mal passieren sollte. Ein Veto einlegen darf. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut und gesund. Und bei mir war das damals so, dass ich in Berlin gewohnt habe und mein Mann noch in Göttingen. Und ich fand ihn irgendwie, diesen Klamottenladenbesitzer, ganz spannend. Und er hat halt aber zufällig diesen Laden zwei Häuser neben meinem Haus gehabt. Ja, wie es der Zufall will. Ja, Gelegenheit macht dir überhaupt keine Diebe, wie wir vorhin gesehen haben. Ne? Und deswegen sagt der Mann, du pass auf, der Karl Donner Lörres, der wohnt ja vor der Haustür. Bin ich narrt oder was? Dass ich das da hier ohne Veto erlaube. Weil ja auch... Wenn man ehrlich ist als Mann und wirklich da auch mal auf seinen Bauch hört, dann merkt man ja,
welche Realitäten da sind, frei von dieser femininen, schrägstrich politischen Korrektheit und diesem Scheinweltbild, was einem die Matrix versucht, auf die Augen zu legen als Mann, ne? Da muss man auch mehr auf seine Gefühle hören, was dann da hochkommt. Und dann merkt man, oh, okay, Bauchi sagt einem, hier werde ich zum Cuckold gemacht. Sollte man doch mal genauer sich damit auseinandersetzen, ob da vielleicht eine intuitive Wahrheit mit dabei ist, die auch in der Realität sehr stark der objektiven Wahrheit entspricht. Und da hat man mal gesagt, das finde ich irgendwie, ist mir ein bisschen zu nah. Ah, okay. Und dann ist es auch in Ordnung. Also, gibt es sowas wie so einen Schutzradius um, ja, um Haus und Hof? Ja, ich finde das auch, also das ist natürlich ganz wichtig. Haben wir auch. Das ist total wichtig, weil es geht ja in erster Linie um die Paarbeziehung. Ne? Ja. Und dann zu gucken, was braucht man? Die feminine Korrektheit, ne? Wie sie sich sagen, ja. Aber am nächsten Tag war ich doch mal nochmal Jäckle kaufen dort. Als ob das dann alles so nach den vorher ausgemachten Rahmenbedingungen stattfindet. Genau. Auch, bei euch beiden ist es ja sehr unterschiedlich. Die eine möchte es gerne wissen, der andere sagt nein. Das ist ganz wichtig, dass man seine Grenzen kennt und dementsprechend sich einigt. Sonst was ist, wenn Liebe ins Spiel kommt? Ist es schon vorgekommen, dass Sie sich verliebt haben in der Affäre? Offensichtlich ja. Ja, natürlich. Ja. So geil, ne? Wenn man da in die evolutionäre Studienlage schaut, in der evolutionären Psychologie, da siehst du ja, Frauen, die was mit Affären haben, verlieben sich 79% der Fälle und Männer nur um die 30%, ja? Weil das ja viel adaptiver ist. Eine Frau denkt ja unbewusst, okay, jetzt da hier, mit dem hatte ich was, von dem empfange ich jetzt das Kind, deswegen wird da vermehrt dann diese Liebe ausgeschüttet. Und das sind ja auch krasse Themen, die sich ja hier immer wieder widerspiegeln, ja? Nix Gleichstellung, nix Gleichheitswahn, ne? Oh, das ist ja ein bisschen spät für ein Veto, ne? Sagt Nikolaus, ihr Mann, dann... Das ist ja auch erlaubt, verliebt zu sein. Ist in Ordnung, stehe ich drüber. Ja, wie kriege ich jetzt da meinen Rationalisierungshamster aus der Schlinge raus? Was passiert dann? Also, verliebt sein ist erstens mal was unheimlich Schönes. Und ja, ich möchte... Ab einer gewissen Anzahl von Menschen, die beteiligt sind, wird es kompliziert, oder? Vielleicht. Ja, das Politbüro ist wieder voll im Gange, wie wir sehen, ja? Vielleicht. Aber meine Bedürfnisse über die vom Nikolaus da hinten, finden wir schon einen Rationalisierungsweg. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also mein Mann war auch schon verliebt und in diesen Phasen war er eigentlich ein sehr netter Mensch. Und vor allem, ich finde es ja immer krass, wenn diese Männer dann wirklich in eine Ehe gehen, in diesen Konstellationen, in Anbetracht der ganzen Rechtsprechung, ne? Wenn du als Mann aus einer Ehe gehst, wo Kinder da sind, ja, Hälfte gehört mir und der Mann ist meistens der, der mehr verdient, weil eine Frau schaut ja nicht, der unten, der Kanalreiniger, der ist ja super für die Langzeitbeziehung, ja, das passiert ja selten bis nie und dann bist du ja als Mann der Zahlsklave, wenn es um die Scheidung geht, nachehelicher Unterhalt, Kinderunterhalt und bei der Sorgerechtszusprechung, 90% kriegen es die Frauen wegen dem normativen Genozentrismus. Siehst du ja bei der Rechtsprechung, ne? Eine Frau vor Gericht wird 6-mal weniger schlimm wie ein Mann bestraft, ne? Weil die müssen quasi bloß weinen, um es jetzt überspitzt zu sagen, weil wenn Männer das sehen, Richter hat man das beobachten können, die sagen dann, oh Gott, die weint. Und das ist ja alles unbewusst, diese kognitiven Verzerrungen. Vor allem hat man auch herausgefunden, dass in der weiblichen Träne bestimmte Hormone teilweise drin sind. Ja, chemische, biologische Kriegsführung, wie der Admiral sagt. Dass ja dann wieder die Männer viel mehr, tut er mir leid. Und das kann natürlich auch krass instrumentalisiert werden. Aber das gibt es ja nicht im Weltbild der Frauen sind. Wundervoll, um das jetzt noch mal ein bisschen mit anzukratzen. Auch spannend. Auch für mich. Und es kommt immer darauf an, die Angst, die meine Assoziation, für die bin ich selber verantwortlich. Und deshalb, wenn ich da lerne, also auch meinen Wert, wenn ich meinen Wert mindere, da kann ich was dagegen tun. Und deswegen ja, ist es so geil, wie da schon immer so ein leichtes Gaslighting reinkommt. Ja, du bist ja hundertprozentig für deine Gefühle selbst verantwortlich. Eigenverantwortung ist da ja wichtig, weil das Handlungsspielraum schafft, keine Frage. Aber ist man denn dafür verantwortlich, wenn der Partner einen betrügt und man dann sich schlecht fühlt? Ja, natürlich, wenn man hier das weiterdenkt. Aber es ist natürlich völliger Schwachsinn, weil der Partner in diesem Fall ja etwas macht, ein unschönes Verhalten in der Beziehung, in Betrug. Natürlich hier, Polyamorie, das ist natürlich super toll, bestärkend, stark.
Aber das macht ja auch was bei dem Mann wegen der Vaterschaftssicherheit. Und wie gesagt, ne, unten gern auch nochmal die Studien, wo man das sehen. Kulturübergreifend männliche väterliche Investitionen sagen Eifersuchtsverhalten voraus. Ja? Und dafür ist der Mann ja nicht hundertprozentig dann verantwortlich, dass er sich dann so fühlt. Das ist ja natürlich heftiges Gaslighting, wenn man das sagen würde. Und aber wie ist Nikolaus damit umgegangen, dass sie sich verknallt haben, dass sie sich verliebt haben? Sehr entspannt. Sehr entspannt. Also, ich meine, er musste mich trösten. Böde! Er musste... Das kannst du nicht ausdenken, ne? Krass, dass dann wirklich die Männer so gebrainwashed, betaisiert sind, dass sie dann auch noch das mitmachen. Ja, du, oh, deine Affäre hat dich jetzt verlassen. Du als meine Ehefrau, komm her, ich tröste dich. Das sind die Realitäten, ne? Und das ist bestimmt kein Einzelfall, kann ich euch sagen. In Anbetracht dessen, was ich da schon in der Vergangenheit für Geschichten gehört habe aus dem Umfeld oder auch aus anderen Quellen. Ich musste mich trösten, als die Geschichte vorüber war. Das werde ich jetzt nicht im Detail erzählen, aber ich war ihm wahnsinnig dankbar. Und echt krass, ne? Dass der Mann dann dahergeht und dann wirklich das dann auch noch betröstet, obwohl er ja wirklich dann hier Minusgeschäft mit diesen offenen Geschichten macht. Das hat uns auch sehr, sehr, sehr nahe aneinander gebracht. Er hat mich einige Nächte heulend im Bett erlebt und ich lag in seinen Armen. Ja, sprachlos. Was soll man da sagen? I've seen it all. Amazing. I've seen it all. Man muss es nur noch mal hier darstellen. Sie ist mit dem Mann verheiratet und der Mann sagt, ja, klar, können wir machen, offene Beziehung, obwohl hier Wurstfach Unendlichkeit, Hebelfaktoren Trillionen mal sozusagen, oder hier auch, ne? Das ist ja das Existenz. Und dann tröstet der Mann seine Frau, weil sie von der Affäre hier ihr Herz gebrochen bekommen hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist die State of Man, wie man sagt, ja, im 21. Jahrhundert. Ich guck mal gerade hier so mich um, wo die Pärchen sitzen. Da sitzt ja, darf ich gerade mal, ich will sie nicht in Schwierigkeiten bringen, aber wenn Sie sich das anhören, so mal so ganz weit entfernt, ist das ein Modell, dem Sie testweise mal Raum geben würden? Für mich unvorstellbar. Ist das der Mann dazu, ja, momentan, der ja. Auserwählte? Und? Ja. Sie hat vollkommen recht. Natürlich. Auch gleich der Frau nach dem Mund reden, ist ja klar. Auch teilweise Betaisierungen, aber kann es natürlich auch seine Meinung sein, ungeachtet des Spaßes hier. Das ist aber trotzdem so krass, dass man das auch bestärken muss. Und deswegen ist ja auch diese Arbeit der Red Pill so wichtig, dass man Männer hier aufweckt, dass sie nicht diese heftigsten leinengezwungenen Dackel sind. Das ist ja immer wieder schockierend, sowas dann auch zu hören. Sehr gut, sehr gut. Auch ein bisschen froh, dass er das gesagt hatte, sonst hätte ich die Beziehung auf dem Gewissen. Das ist ja das, ne? Also, dass man zumindest nochmal das sich auf der Frontalhirnrinde zergehen lässt, dass da der Ehemann die Frau tröstet, weil die Affäre sie verlassen hat. Einfach krass. Einfach krass. Trotzdem besteht nicht am Ende bei all diesen offenen Beziehungen die Gefahr, dass so eine Art Ungleichgewicht entstehen kann, dass sie irgendwann mal am Küchentisch sitzen und sagen, unterm Strich amüsiert er sich dauernd und ich viel weniger oder auch anders. Ja, da muss man lernen, dass er ja, er amüsiert sich, ja. Kann gut sein, aber trotzdem, man muss die Realität hier mit reinkalkulieren, ne? Die Masse der Männer kommen hier unterm Strich nicht so gut weg wie die Masse der Frauen, die sowas dann machen. Und da ist es ja ganz, ganz wichtig als Gleichstellungsbeauftragter immer wieder da mit dem Finger auch drauf zu zeigen und da vor allem auch wirklich als Mann die Bilanz zu machen. Habe ich hier wirklich das, was ich wirklich möchte und nicht das, was mir eingeredet wurde von der Blue Pill Gesellschaft, Elternhaus oder wo es auch sonst herkommt oder von der Frauenwelt, dass man dann hier wirklich zum eventuell aktiven, proaktiven Cuckold gemacht wird. Andersrum? Also fängt man nicht an zu bilanzieren und zu sagen, wer hat hier mehr von dem Modell? Wenn ich anfangen würde, das aufzurechnen, dann ja, aber die Sache funktioniert ja ganz anders. Funktioniert ja über Liebe und so weiter. Und wenn sie es aufrechnet, wäre sie natürlich diejenige, die im Plus ist. Nämlich?
nämlich so, dass wir darüber reden würden, wenn es irgendwann mal zu einem Ungleichgewicht kommt. Und das die offene Kommunikation, da setzen sie sich hin. So, komm jetzt, Schorschi, setz dich mal hin. Du hast jetzt hier, oder der Mann sagt dann, du hast jetzt hier den Mr. Sexy Alpha Fax rangezogen für die guten Gene. Und ich mache jetzt weiterhin Hausarbeit, 50-50, bring Müll runter, zahl dir mit die Wohnung, wo du günstiger wohnen kannst, mach das Essen und so weiter. Finde ich ein bisschen unfair, dass du dann wieder zu deiner hochgradig fertilen Phase zum Kaltoner Lörres gehst und der kriegt dann die Rückwärtssaltos, währenddessen ich bloß einmal in der Woche den Seestern krieg. Das fühlt sich nicht so gut an. Also ob das so wirklich stattfindet. Und das ist ja diese Heuchelei, die mir da auch so auf den Zeiger geht, ne? Dass das ja offen kommuniziert wird. Aber da wird ja bloß oberflächlich geblubbert und nicht wirklich hier die harten Fakten auf den Tisch gelegt. Dass derjenige, der das Ungleichgewicht verspürt, die Verantwortung hat, das auch auszusprechen. Was müsste? Also wenn es mir damit jetzt nicht mehr gut gehen würde, aus irgendwelchen Gründen, dann würde ich sagen, wir müssen mal reden, für mich passt das irgendwie nicht mehr, das Modell fühlt sich für mich nicht mehr richtig an. Auch interessant, ne? Wie die Frau hier dann redet. Ja? Die Frau, für sie fühlt es sich nicht richtig an. Sie möchte hier die Sachen besprechen, wobei viele Männer da ja eher diese Kommunikation, diese offene an den Tisch bringen müssten. Aber wenn sie das machen würden, dann weißt du, was passiert, dann kommt da nicht, ah ja, ich verstehe dich. Nein, oh, du hast diesen Tomassi gelesen. So wird es dann ausschauen, ne? Weil sie ja dann merken, oh, verdammt, jetzt hier kann ich nicht mehr Hypergamie maximieren. Und dann müssen wir neu darüber sprechen, wie wir das handhaben wollen. Ich behaupte, das Ungleichgewicht ist in mir selber. Ja. Und nicht in den Begegnungen, die entweder mein Mann oder ich habe. Astreines Gaslighting, muss man halt leider sagen, ne? Weil natürlich sind diese Emotionen in einem drin und kommen aus einem heraus. Und man hat auch bestimmte Eigenverantwortung, hier dann durch diesen daraus entwickelten Handlungsspielraum Entscheidungen zu treffen und sagen, zum Beispiel du, ich habe keine Lust, den Beta-Depp zu sein und weitaus mehr vom kürzeren Ende des Stocks was abzukriegen, währenddessen der andere hier nur anrufen muss, ambulante Aufnahme und so weiter. Du wohnst dann bei mir mit in der Wohnung, ich mache mit sauber und so weiter. Dann kommen sie daher und sagen, oh, das kann man nicht so bilanzieren und bla bla bla. Aber trotzdem, Stichwort eigene Interessen, eigene Bedürfnisse. Und zweitens, wenn sie da mit dem Typen was anfängt wie vorhin und dann mit dem eine Affäre hat und sich dann bei dem Mann ausheult, dass diese Affäre weg ist, dann ist es doch nicht in der hundertprozentigen Selberschuld, Eigenverantwortung, dass der Mann sich dann beknackt fühlt, wenn er da hier betrogen wird, Vaterschaftsunsicherheit ausgelöst bekommt durch ihr Verhalten. Das ist ja das Gaslighting, das hier minimiert wird und das dann beim Mann maximiert. Ja, der ist dann schuld. Ja, diese Externalisierung, dass es von sich selber runtergeschoben wird, der fühlt sich bloß so. Ne? Wenn ich jetzt eine Frau habe oder eine Freundin oder mehrere und dann was mit anderen anfange und mit denen hier ein bisschen zock und die Frau fühlt sich dann beknackt, dann ist es doch nicht die Eigenverantwortung der Frau, dass sie sich schlecht fühlt, weil ich hier was mit anderen mache in der hundertprozentigen Externalisierung. Ja, da würde natürlich jeder sagen, ja, ja, oh, wow, der Mann ist ein Schwein. Aber hier, wenn es die Frau macht, oh, you go, girl, woo! Und mit diesem Ungleichgewicht kann nur ich selber umgehen und ich kann an mir arbeiten. Und was uns in unserer Beziehung ganz, ganz wichtig war, ist, dass wir Liebe nicht mit ganz vielen Drohungen und Sanktionen. Ja, trotzdem muss man da Grenzen aufziehen und sagen, du, das ist keine Drohung, das ist keine Sanktion. Meine Bedürfnisse, meine Interessen sind hier nicht gewahrt und deswegen ist diese Beziehung nichts in dieser Konstellation. Das kannst du jetzt akzeptieren oder eben nicht, dann gehen wir halt getrennte Wege. Und dann würde sie sagen, ja, das ist ja eine Drohung, das ist ja eine Sanktion. Ja, da muss man aber halt dann sagen, ja, nee, das sind eigene Bedürfnisse und Grenzen, die dann gewahrt werden. Und das ist dann auch Konfrontationsfähigkeit, ne? Dass man dann das ansagt und hier offen kommuniziert, dass es einen stört, schaut, ob sich dann was ändert. Und wenn nicht, dann muss man eben handeln, vor allem dann als Mann und sagen, ja, wir müssen jetzt hier getrennte Wege gehen, weil meistens machen ja die Frauen Schluss und da müssen auch Männer aufstehen und sagen, läuft nicht, nicht mein Interesse, weil ja, wie du sagst, ich setze mich ja mit meinen Emotionen auseinander und merke, okay, fühlt sich nach einem Minusgeschäft an, ich bin hier raus. Aber als ob dann hier wirklich, oh, danke für diese offene Kommunikation, ach, stimmt, ja, du hast da deine Bedürfnisse, da würde natürlich nicht mit so einer Gutwilligkeit dann begegnet werden, in den meisten Fällen dann.
Könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, diejenigen. Oder vielleicht in der Hoffnung, wenn einer mal hier der Leine gezwungen ist in eurem Umfeld, dass er ihm das näher bringt und dann mal hören, wie die Frau reagiert, ob sie dann wirklich so liberal damit umgeht. Verbinden, was passiert wann, also ein Fehltritt. Und eben, ist Liebe ein Fehltritt? Ich behaupte, nein. Ja, so geil, ey. Muss schon mal vorstellen, immer umdrehen und schauen, wie würde die Frau oder ihre Freundin reagieren, wenn man sich hinsetzt und sagt, du, weißt, ich habe mit der anderen was angefangen, die hatten ziemlich viel Spaß, es war meine Affäre, auch wenn sie im Vorhinein eine offene Beziehung ausgemacht haben. Und ist Liebe ein Fehler? Ich sage nein. Dann wird der Frau natürlich der Kopf platzen und der ganzen Welt Netflix-Doku einwählen und so weiter und so fort. Aber damit würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende. Und ich hoffe, wie immer, dass ich euch diesen köstlichsten Hass, also Widerspruch, näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's euch.